Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Heute geht es um 19 proteinreiche Lebensmittel. Viel Spaß dabei. Flavio Simonetti, Retter der Dünnen. Ich habe diese 19 proteinreichen Lebensmittel in verschiedene Kategorien unterteilt. Wir fangen heute ganz einfach mal mit Getreide an. Getreide ist generell eine Alternative. Biologische Wertigkeit ist nicht allzu hoch, aber trotzdem interessant, weil Getreide, ja, wir essen als, sag mal, als Deutscher isst man gern Getreideprodukte, vor allem in Brot und so weiter. Platz 1 ist hier Hafer. Haferflocken esse ich generell gerne zum Frühstück. Ist auf jeden Fall mit 12,5 Gramm Eiweiß eine moderate Quelle. Ich schaue hier gerade nochmal rein. Dinkel ist auf Platz 2. Ist eine gute Alternative, wenn man so sieht. Es gibt ja die Theorie, dass vor allem die ganzen Haferprodukte und die ganzen Weizenprodukte ja irgendwo ein bisschen manipuliert sind und dadurch, dass sie nicht mehr auf der natürlichen Basis, sondern sehr stark auch verändert wurden, nicht mehr ganz so gesund sein sollten. Und da ist Dinkel eine gute Alternative. Also wenn ich Dinkelprodukte sehe, hole ich mir diese sehr gerne. Mit 11,6 Gramm Eiweiß eine gute Alternative. Platz 3 bei Getreideprodukten ist die Gerste. Kenne ich mich zu wenig aus, esse ich kaum. 10,6 Gramm. Wir gehen gleich mal aufs Pflanzliche über. Ist auf jeden Fall interessant. Da sind wir bei Sojabohnen bei 36 Gramm Eiweiß, richtig ordentlich, aber da muss man beachten, dass diese Sojabohnen auch die harten sind. Also da muss man erstmal Wasser dazu nehmen, dann ist das Verhältnis schon ganz anders. Das ist wie ein Magerquark, wenn da steht 40% im Trockenen und da stehen nur 10 Gramm Fett, heißt es natürlich, wenn das ganze Wasser rausgezogen ist. Und hier ist es genau umgekehrt. Also hier ist auch bei Sojabohnen kein Wasser drin, deswegen ist auch hier der Eiweißgehalt so hoch. Platz 2 bei Pflanzlichen sind Linsen. Esse ich eigentlich auch relativ gerne, wenn auch selten. Platz 3 sind normale Bohnen in Weiß, esse ich eigentlich auch selten, haben aber 22% oder Gramm an Eiweiß, ist auch recht ordentlich, muss ich sagen. Dann gehen wir mal weiter runter, kommen wir hier zu Fisch. Fisch gibt es, ein Klassiker, Stockfisch, gibt es in Italien, in meinem Dorf, wo ich jedes Jahr bin, da sagen wir Stocco, Stocco und dann fahren die mit den kleinen Autos rum und lustige Musik und wird immer ganz laut früh um 8 Uhr, wenn man schlafen will, rum. Gesungen und rumgemacht. Das ist Stockfisch, der hat ordentlich Eiweiß, 43 Gramm pro 100. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das der getrocknete ist oder nicht. 43 hört sich relativ viel an. Ich war vor einigen Jahren, schon viele Jahre her, in Kroatien und da gab es diesen getrockneten Stockfisch. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Süden warst und da ist das so schon richtig hässlich und eklig aus, so richtig zusammengepresst und du denkst, wer kauft denn so ein altes, ekliges Ding, aber das legt man Wasser ein und dann kriegt er wieder seine, in Anführungszeichen, alte Form. Also steht hier 43, hört sich jetzt ein bisschen viel an, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber Stockfisch ist eine Alternative, habe ich eigentlich auch noch nicht gegessen, weil fand ich in Kroatien nicht so toll und in Italien nerven mich diese ganzen Marktschreier vor der Tür, deswegen habe ich es noch nicht gegessen. Platz 2 sind die Krabben, 25 Gramm, hört sich recht ordentlich an, ist es auch. Der einzige Nachteil ist natürlich, sie sind ein bisschen teuer, deswegen isst man Krabben eigentlich nicht so oft. Ich gehe mal auf den nächsten Punkt ein, Platz 3, genauso viel Thunfisch. Thunfisch esse ich gerne, nicht nur diesen Dosenthunfisch, der stinkt ja meistens auch ganz schön, wenn man nicht da sofort den wegschmeißen kann. Was ich gerne esse, ist Thunfischsteak. Ist ein bisschen teurer, auch als Lachs, aber ist eine super Alternative, wo man auf jeden Fall essen kann und essen sollte, wenn man gerne Fisch isst. Dann kommen wir zu Fleisch. Da habe ich jetzt hier auch verschiedene, die sich fast nichts geben. Schinken roh, 23 Gramm, recht ordentlich. Also würde ich als Frühstücksalternative mal mit reinnehmen. Nicht die ganz billigen, das schmeckt auch überhaupt nicht gut, sondern ein bisschen was ausgeben. Platz 2 ist die Pute. Klassiker, brauche ich nicht so viel dazu sagen. Ich selber esse es relativ selten, außer Bio-Pute, weil diese klassische Pute, die schmeckt mir irgendwie nicht mehr, habe ich mir zu viel aus der Vergangenheit gegessen. Und wenn man zum guten Metzger geht, Bio-Pute, 15 Euro das Kilo, das hält sie noch in Grenzen. Ja. Platz 3, Überraschung, Hase, 23 Gramm. Eine ganz lustige Geschichte, meine Cousine war mal aus Mailand in Deutschland und dann wollte sie das deutsche Essen essen und mein Vater hat Hase gemacht und der fand sie so grausam, dass sie nie wieder deutsches Essen essen wollte und dann waren wir einen Tag später in Nürnberg und da ist sie gleich zu McDonald's gegangen, weil sie gedacht hat, das deutsche Essen kann einfach nicht schmecken. So viel zu Hase, was mir gerade einfällt. Dann kommen wir zu den Milcherzeugnissen, Harzer Käse, Klassiker, schmeckt nicht lecker, aber hat viel Eiweiß.
Platz, genau, 30 Gramm auf 100. Platz 2 ist Magerquark mit 13,5. Auch Klassiker, würde ich nicht pur essen, sondern ein bisschen Wasser drin, dann schmeckt es einigermaßen. Und dann geht es schon ziemlich steil runter, dann hat man einen Joghurt oder Buttermilch mit 3,5. Ist nicht die Welt, aber da trinkt man in der Regel etwas mehr. Da muss man immer das Verhältnis sehen, ja. Also wenn ich dem Joghurt jetzt komplett alle Flüssigkeit entziehen würde, hätte ich auch einen viel höheren Eiweißgehalt. Aber dadurch, dass es so viel Wasser hat, ist der Eiweißgehalt auch deutlich niedriger. Deswegen ist der Harzer Käse auch ziemlich hoch, weil da kaum Flüssigkeit drin ist. Ja, dann kommen wir zu den Nüssen. Platz 1 Sonnenblumenkerne habe ich jetzt hier stehen, 22,5. Ist recht ordentlich, esse ich ab und zu, schmecken ganz lecker im Salat. Platz Nummer 2 sind die Mandeln, coole Alternative, 19 Gramm. Esse ich auch ab und zu, vor allem in Low-Carb-Diäten habe ich Mandeln sehr gerne gegessen. Und Platz 3 Walnuss. Walnüsse, 15 Gramm Eiweiß, die haben natürlich unglaublich viel Fett, aber ist egal, es sind gute Fette. Walnussöl würde ich bevorzugen, hat ein gutes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Und natürlich Klassiker, Eier, ganz klar, die haben eine biologische Wertigkeit von 100, also mit das Höchste. Ein Ei aus Klasse 4 hat jetzt 6,7. Wenn du es interessant findest, kannst du auch gerne mal auf meinem Blog gehen, da habe ich die ganze Übersicht, ich habe ein paar vorgelesen. Da kannst du mal die Liste aller eiweißreichen Lebensmittel sehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und schreib mal einen Kommentar, über was ich als nächstes ein Video machen soll. Das war's. Geh auf meinen Blog, schau dir die anderen eiweißreichen Lebensmittel an. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.